Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum Madeleine Schlemmer Paradies. Wir machen diese Woche zusammen einen super leckeren Slushy. Den könnt ihr so entweder genießen und löffeln oder ihr gießt das Ganze mit etwas Sprudelwasser auf, was in meinem Fall so war. Oder ihr könnt auch Sekt dazu nehmen, ist auch super erfrischend. Ja, und jetzt fangen wir direkt an mit den super leckeren Zutaten. Die sind nämlich total simpel. Wir benötigen Wassermelone, ich habe 400 Gramm benutzt, 4 bis 5 Erdbeeren, etwas Vanilleextrakt und so viel Honig, wie ihr es gern gesüßt haben möchtet. Natürlich könnt ihr auch andere Süßungsmittel nehmen, tobt euch da aus. Als erstes nehme ich meine Erdbeeren, die ich vorher gewaschen habe, und tue die einmal halbieren und habe halt den Strunk abgemacht. Dann nehme ich mir meine Melone und mache diese einmal grob klein. Ihr könnt übrigens auch jedes andere Obst nehmen, worauf ihr Lust habt, weil meine Inspiration ist zum Beispiel vom lieben Pascal von Selbst dazu nett gekommen. Er hatte nämlich einen Orangen-Limetten-Slushy und der war super lecker. Ja, ich habe dann meinen Honig und meinen Vanilleextrakt noch mit rein, habe das Ganze einmal durchbrüht und dann seid ihr eigentlich schon fast fertig. Jetzt muss das Ganze natürlich erstmal in die Kühlung bzw. in das Tiefkühlfach. Und nach einer Stunde habe ich das Ganze mit einer Gabel gerührt. Da seht ihr, ist noch nicht ganz so viel passiert. Also weiter in die Tiefkühler geben. Und dann nach 2 Stunden sah das schon so ungefähr aus. Also schon mal richtig supi. Und am Abend habe ich das Ganze dann erst gemacht. Also es waren dann 5 Stunden insgesamt. Und dann war das Slushy fertig. Ihr müsst halt immer regelmäßig rühren. Der stand sogar ehrlicherweise jetzt 2-3 Tage in meinem kleinen Tiefkühler drin. Aber das macht dem Ganzen keinen Abbruch, wenn ihr am Anfang gut gerührt habt. Dann füllt ihr es euch in eurem Glas, euren Mund, dekoriert das noch schick und entweder füllt ihr es auf oder löffelt das Ganze so. Ich habe noch ein Basilikumblatt mit dazu gegeben und das war's schon. Super schnell gemacht, also jedenfalls das Pürierte ist dann schnell gemacht. Ein bisschen Geduld müsst ihr haben, aber wenn ihr das früh anfangt, ist das Nachmittag schon fertig. Das war auch ein Spruch von lieben Pascal von Senf.net. In dem Sinne, schaut bei ihm vorbei, grüßt ihn lieb von mir und ich wünsche euch ein erholsames Wochenende und wir sehen uns nächste Woche mit einem leckeren Rezept direkt wieder. Also bis dann, tschüss! Oh.